Vor 10 Jahren entdeckten Forscher eine bis dahin unbekannte Menschenform. Und das nur mit Hilfe von DNA aus einem winzigen fossilen Knochenstück. Doch wie genau funktioniert das eigentlich, altes Erbgut aus Knochen zu sequenzieren? Lange waren es Anthropologen und Zoologen, die alten Knochen und Zähnen Informationen entlockten. Durch anatomische Analysen stellten sie fest, ob die Gebeine von einem Homo sapiens oder von einem Neandertaler stammen, ob ein Zahn einst im Gebiss eines Wild- oder eines Hausschweins saß. Vor über 30 Jahren begannen dann erstmals Genetiker, sich mit fossilen und prähistorischen Überresten von Menschen und Tieren zu befassen. Sie wollten das Erbgut von längst verstorbenen Organismen entschlüsseln. Seither hat die Paläogenetik große Fortschritte gemacht. 2006 ist es Forschern gelungen, aus den Überresten eines Neandertalers dessen mitochondriale DNA zu extrahieren, kurz mtDNA. Sie stammt aus den Mitochondrien einer Zelle. Der größere Teil des Erbguts liegt hingegen im Zellkern. Paläogenetiker können die mitochondriale DNA jedoch leichter auslesen, weil von ihr mehr erhalten ist als von der Zellkern-DNA. Allerdings gibt die mitochondriale DNA nur einen Teil der genetischen Information preis. Sie wird nur von der Mutter vererbt. 2010 schließlich haben Paläogenetiker die Kern-DNA des Neandertalers sequenziert. Noch im selben Jahr identifizierten sie auch eine bislang unbekannte Menschenform. Aus einem Knochenstückchen aus der Denisova-Höhle im sibirischen Altaigebirge extrahierten sie das Erbgut eines Frühmenschen und engen Verwandten des Neandertalers, des Denisovaners, der vor mehr als 50.000 Jahren lebte. Damit alte DNA, kurz ADNA, erhalten bleibt, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Ein Fossil oder ein prähistorischer Knochen sollte bestenfalls in einer kühlen Umgebung die Zeiten überdauert haben. In wärmeren Regionen zerfällt die Erbsubstanz relativ rasch. Dennoch ist es ein komplexes Unterfangen, aus menschlichen oder tierischen Überresten ADNA zu gewinnen. Denn das Gerüst unserer Gene ist nicht sehr stabil. Sobald ein Lebewesen stirbt, zerfallen die DNA-Ketten und vermischen sich mit anderen DNA-Schnipseln. Diese stammen von Bakterien oder Pilzen, die den Leichnam besiedelten. Doch Paläogenetiker haben eine Methode entwickelt, die gesuchte ADNA in der wilden Mischung ausfindig zu machen. Zunächst pulverisieren sie mit einem Bohrer einen Teil des Knocheninneren. Das Bohrmehl wird in eine enzymhaltige Lösung gegeben, damit sich das Knochenmaterial vollständig auflöst. Dann kommt das Gemisch in eine Zentrifuge. So werden unlösliche Knochenreste herausgefiltert. Dann mischen Genetiker ein Salz und einen Alkohol hinzu. Das fördert die Gewinnung selbst kleinster DNA-Bruchstücke. Anschließend wird die Lösung durch eine Siliziummembran gefiltert. Die DNA bleibt darin hängen. Die Paläogenetiker geben die gereinigte DNA in eine weitere Lösung und fügen Adapter hinzu. Diese bestehen aus kurzkettigen DNA-Bausteinen. Die Adapter markieren Anfang und Ende eines DNA-Fragments. So kann das Sequenziergerät die DNA-Stücke später identifizieren. Anschließend vervielfältigen Genetiker die markierten DNA-Fragmente mithilfe eines Enzyms, das eine Vielzahl identischer Kopien produziert. Der Prozess wird als Polymerase-Kettenreaktion bezeichnet. Das Sequenziergerät registriert nun für jeden Erbsubstanzschnipsel die Abfolge der DNA-Bausteine. Eine Software übersetzt sie in Ketten aus den 4 Buchstaben A, T, G und C. Die Buchstaben symbolisieren die 4 Basen Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Woher wissen die Genetiker nun, was alte und was jüngere DNA ist? Dafür vergleichen sie die DNA-Sequenzen mit bekannten Genomen. So lassen sich nicht nur verlorene DNA-Abschnitte rekonstruieren, sondern auch Fehlerstellen ausfindig machen. Die Fehlerstellen verraten, ob es sich tatsächlich um alte DNA handelt. Denn die Base Cytosin wandelt sich nach vielen Jahrtausenden in Uracil, einer demethylierten Form von Thymin, um.
Das Sequenziergerät detektiert Uracil als Thymin. Zeigt der Computer nun an sehr vielen Stellen Thymin statt Cytosin an, dürfte eine ADNA vorliegen. Die Forscher suchen im alten Genom auch nach Abweichungen, sogenannten Single Nucleotide Polymorphisms, kurz SNPs. So lassen sich zum Beispiel unterschiedliche Menschenformen identifizieren. Innerhalb unserer Art Homo sapiens findet sich nur bei etwa jedem tausendsten DNA-Baustein ein Unterschied, beim Vergleich Homo sapiens mit Neandertalern oder Denisovanern jedoch an jeder 700. Stelle. Übrigens, die bislang älteste ADNA haben 2013 Forscher aus den gefrorenen Resten eines Wildpferds in Kanada rekonstruiert. Das Tier starb vor ungefähr 700.000 Jahren.